Wunderschönen guten. Ich hoffe, euch geht's gut. Denn heute haben wir ein ganz, ganz, ganz besonderes und kaum bekanntes Land. Es geht nämlich um... Na, was soll ich es sagen? Soll es doch lieber der Luzi sagen. Der kann's auch viel besser erklären als ich. Ja, ich befinde mich heute im Kontrollraum von Keduma. Hier alles so ein bisschen Hightech-mäßig, aber hier hat man auch wunderbar seine Ruhe. So, und jetzt schalte ich, wie sonst auch immer, live natürlich zu meinem Bruder, zu unserem Luzi. Hallo Luzi, kannst du mich hören? Kannst du mich sehen? Geht's dir gut? Was? Ach so, ja, hi. Ah, Entschuldigung. Ah, ich lasse es mir zurzeit so richtig gut gehen. Und zwar auf den Cookinseln. Ja, das hinter mir ist übrigens auch die Flagge der Cookinseln. Ja, Cook Island ist nämlich richtig, richtig toll. Ja, aber was macht das Land so besonders? Nun, das will ich euch in der heutigen Folge alles erklären und erzählen. Die Amtssprache auf den Cookinseln, oder wie das Land im Original heißt, Kuki Airani, ist einmal Rarotonganisch und Englisch. Die Hauptstadt der Cookinseln ist Avaroa. Die Staatsform ist die einer parlamentarischen Demokratie, aber auch ein selbstverwaltetes Territorium in freier Assoziierung mit Neuseeland. Ja, habe ich euch ja beim letzten Mal erzählt. Da geht's heute um die Cookinseln. Das mit freier Assoziierung mit Neuseeland ist eigentlich nichts anderes als eine konstitutionelle Monarchie. Sprich, das Staatsoberhaupt ist der König oder die Königin vom Vereinigten Königreich Großbritanniens, wird aber von einem anderen Staatsoberhaupt, welches dort ansässig ist, auf den Cookinseln vertreten. Außerdem haben die als Regierungschef einen Premierminister oder eine Premierministerin. Die Cookinseln sind nicht besonders groß. Zusammengefasst ergeben sie gerade mal eine Größe von 242 Quadratkilometern. Dort leben ungefähr 18.600 Einwohner. Die Bevölkerungsdichte ist also 76,9 Einwohner pro Quadratkilometer. Die Cookinseln sind eines der wenigen Staaten, die zwei Währungen haben, und zwar offiziell. Das sind einmal die Cookinseln Dollar, wie auch die Neuseeland Dollar. Die Unabhängigkeit hat Cook Island seit dem 4. August 1965, also als Selbstverwaltung und als freie Assoziierung mit Neuseeland. Bei der Nationalhymne handelt es sich um eine maorische, die Te Atua Maui heißt. Sicherlich wird aber auch hin und wieder die großbritannische Hymne gesungen. Die Cookinseln sind eine Inselgruppe im südlichen Pazifik. Die 18.600 Einwohner kann man fast alle zu den Cook Island Maori zurechnen. Die Hauptstadt Avaroa ist übrigens auf der Insel Rarotonga. Die Cookinseln teilen sich in eine südliche Gruppe mit der Hauptinsel Rarotonga und den Inseln bzw. Inselgruppen Aitutaki, Atiu, Magaya,
Manuai, Mauke, Metearo, Palmerston und Takotea. Sowie eine nördliche Gruppe mit den Inseln Maniki, Nassau, Penrin, Puka Puka, Rakanga und Sovaro. Die nördliche Gruppe wird in der älteren Literatur als Manihiki-Inseln oder Roggewin-Archipel bezeichnet. Ziemlich schwierig auszusprechen, den Namen. Da ist mir der Name Cookinseln ehrlich gesagt auch lieber. In der Sprache der Maori wurde die nördliche Gruppe Tepa Enua Tokerau und die südliche Tepa Enua Iraro Nai genannt. Palmerston wurde früher der nördlichen Gruppe zugerechnet. Die übrigen Inseln sind vulkanischen Ursprungs, bis über 600 Meter hoch und mit üppiger Vegetation bedeckt. Hier gedeihen Kokospalmen, Brotfruchtbäume und Pisan. Beherbergten die Cookinseln im Jahre 1971 noch ca. 21.300 Einwohner, liegt die Bevölkerungszahl seit Ende der 1970er stetig unter der 20.000er Marke. Die letzte Volkszählung 2001 ergab eine Einwohnerzahl von ca. 18.000. Während diese auf den Cookinseln wohnhafte Bevölkerung seitdem wieder zunimmt und 2006 geschätzte 21.300 Einwohner betrug, nimmt die dauerhaft ansässige Bevölkerung weiter deutlich ab. Stellte dieser Bevölkerungsanteil 2001 noch ca. 15.000 Einwohner, so sind es 2006 gerade noch geschätzte 11.800. Das Bevölkerungswachstum der Cookinseln lässt sich seit der Volkszählung von 2001 bis 2006 somit auf durchschnittlich 3,4% schätzen. Die dauerhaft auf den Cookinseln wohnhafte Bevölkerung nimmt jährlich um durchschnittlich 3,14% ab. Kein anderer unabhängiger Staat hat einen größeren Bevölkerungsrückgang. Aber ich persönlich hoffe und wünsche mir, dass das bald wieder anders wird und es einen großen Bevölkerungszuwachs gibt. Laut einiger Tests sind 50,8% der Bevölkerung über 30 und gelten als schwer übergewichtig bzw. krankhaft fettleibig. Die Cookinseln haben damit von allen Ländern und Territorien weltweit die höchste Verbreitung von Fettleibigkeit in der Bevölkerung. Aber ich hoffe, auch da wird es sich bald ändern. Die zwei Amtssprachen der Cookinseln sind Englisch und Rarotonganisch. Rarotonganisch wird aber auch ganz gerne mal Cook Islands Maori genannt. Weitere Sprachen sind Puka Pukanisch, Penrhyn und Rakahaga Manihiki. Yo! Das sage ich euch, das sind mal Sprachen. Mann. 87,7% der Bevölkerung sind Cook Island Maori. Weitere 5,8% stammen zum Teil von Maori ab. Die restlichen 6,5% sind anderer Herkunft. Als Folge des Wirkens europäischer Missionare ab 1823 wurde das Christentum zur verbreitetsten Religion. Laut einer Volkszählung gehören 55% der Einwohner der protestantistischen Cook Island Christian Church, 17% der katholischen Kirche
8% den Adventisten, 4% den Pfingstgemeinden und 4% den Mormonen, wie auch 2% den Zeugen Jehovas an. Sprich, da gibt's entweder nur Christen oder Christen mit jüdischem Ursprung. Die Cookinseln wurden vermutlich im 9. Jahrhundert durch Polynesier von den Gesellschaftsinseln und Samoa aus entdeckt und besiedelt. Der erste europäische Kontakt mit den heutigen Cookinseln wird auf das Jahr 1595 datiert, als der Spanier Alvaro de Mendana de Neira auf der nördlichen Insel Puka Puka landete. Im Jahr 1606 landeten Spanier unter dem Portugiesen Pedro Fernandes de Quirós auf Rakanga. Die Briten erreichten erst im Jahr 1764 die Insel Puka Puka und nannten diese Danger Island, da es ihnen nicht gelang, an Land zu gehen. Danger Island heißt übrigens gefährliche Insel oder gefährliches Eiland, also für die, die kein Englisch können. Zwischen 1773 und 1779 suchte James Cook die südlichen Inseln des Archipels mehrfach auf, ohne dabei Rarotonga, die Hauptinsel, jemals zu Gesicht zu bekommen. Captain William Blake landete mit der Bounty 1789 auf Aitutaki und er war es, der den Brotfruchtbaum auf die Cookinseln brachte. Finde ich ja voll nett von dem. James Cook gab der ersten Insel Manuai, auf der er landete, den Namen Hervey Islands. Der Name Cookinseln für den gesamten Komplex der Inseln wurde vom deutsch-baltischen Admiral Adam Johann von Kosenstern bei seiner Weltumrundungsexpedition zu Ehren des Seefahrers James Cook vergeben und erschien zum ersten Mal in einer russischen Seekarte zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Im September, Oktober des Jahres 1813 landeten die ersten europäischen Beamten mit dem Schiff Endeavour auf den Cookinseln. Danach, im Jahr 1814, kam die Cumberland mit Händlern via Neuseeland und Australien, um Sandelholz zu suchen. Sie fanden auf Rarotonga keines, so dass Streitigkeiten zwischen den Seefahrern und den Insulanern ausbrachen. Die Inseln wurden 1888 vom Vereinigten Königreich unter Schutz gestellt und 1900 annektiert. Politisch sind sie seitdem in einer freien Assoziierung mit Neuseeland verbunden, das für sie die Außen- und Verteidigungspolitik wahrnimmt. Der völkerrechtliche Status der Cookinseln ist besonderer Natur. Die Cookinseln sind ein unabhängiger Staat in freier Assoziierung mit Neuseeland, vergleichbar auch Niue. Dieser Status wurde von den Cookinseln in einem Akt der Selbstbestimmung gewählt, der von den Vereinten Nationen in Übereinstimmung mit Resolution 1514 der Generalversammlung überwacht und gebilligt wurde. Die Cookinseln regieren sich selbst. Ihre Rechtsordnung ist getrennt und unabhängig von der Neuseelands. Die gesetzgebende und ausführende Gewalt unterliegt keinen Beschränkungen durch Neuseeland. Eine eigene Staatsangehörigkeit der Cookinseln besteht allerdings nicht. Die Einwohner des Landes sind Bürger Neuseelands.
Jedoch gibt es nach der Verfassung der Cookinseln den rechtlichen Status des permanenten Bewohners. Aufgrund einer Vereinbarung von 1973 hat Neuseeland im Rahmen eines Konsultationsmechanismus Aufgaben der Außenvertretung und der Sicherheitspolitik übernommen. Das Assoziierungsverhältnis steht dem Abschluss völkerrechtlicher Vereinbarungen durch die Cookinseln nicht entgegen. Das Assoziierungsverhältnis mit Neuseeland hat sich seit 1965 vorentwickelt. Seit 1971 sind die Cookinseln Mitglied des Pacific Islands Forum, also dem Pazifischen Inselforum. Im Commonwealth of Nations sind sie assoziiertes Mitglied. Sie sind aber nicht Mitglied der Vereinten Nationen. Die Cookinseln sind jedoch Mitglied der Alliance of Small Island States, also der Allianz der kleinen Inselstaaten. Deutschland hat die Cookinseln im März 2001 als eigenständigen Staat anerkannt. Diplomatische Beziehungen zwischen den beiden Ländern wurden am 11. September 2001 aufgenommen. Der deutsche Botschafter in Wellington, also in Neuseeland, ist auch auf den Cookinseln akkreditiert, also genehmigt, anerkannt, vorhanden. Echt? Jo. Das Bruttoinlandsprodukt liegt bei etwa 89 Millionen Euro. Die Landwirtschaft der Cookinseln besteht überwiegend aus tropischem Feldbau. Dieser ist nur zum Teil marktorientiert. Dies gilt vor allem für den Anbau von Papaya, Paprika, Melonen sowie den Bananen- und Kokospalmenanbau. Marktorientierte Anbaufrüchte sind hingegen Orangen, Gemüse und Ananas. Die restliche landwirtschaftliche Nutzfläche setzt sich überwiegend aus Taro-Anbau, also in Nassbeeten, zusammen. Mehreren auf den Inseln angesiedelten Banken wird vorgeworfen, gezielt um Steuerflüchtlinge zu werben und sich dabei um rechtliche und moralische Vorbehalte nicht zu kümmern. Da die Inseln ein souveräner Staat sind, der keine entsprechenden Abkommen mit anderen Nationen unterzeichnet hat, sind legal wie illegal erworbene Gelder, die auf den Inseln angelegt werden, vor dem Zugriff Dritter geschützt. Auch Auskünfte werden in der Regel nicht erteilt. Dies macht die Inseln insbesondere für Anleger aus den USA und Kanada, die beide keine diplomatischen Beziehungen zu ihnen unterhalten, sehr attraktiv. Hierauf beruht der Spitzname Crook Islands, was leider blöderweise Ganoveninseln übersetzt heißt. Aber wie gesagt, das ist nur eine Unterstellung, ne? Da kann man nicht genau sagen, dass das wirklich so ist. Aber das ist ja nicht das, was das Land ausmacht, sondern seine Einzigartigkeit in Bezug zu Neuseeland, der einzigartigen Natur, der einzigartigen Sprache. Und die Maori auf den Cookinseln sind auch seltener tätowiert als die Maori in Neuseeland. Warum das so ist, weiß ich nicht. Ist mir aber aufgefallen. Auf jeden Fall lohnt es sich, wenn die Möglichkeit besteht, mal zu den Cookinseln zu reisen. Bedingt durch die großen Distanzen der Inseln wird hauptsächlich der Flugweg benutzt. Das ist sehr umständlich, ne? Es sind da
sogenannte Inlandsflüge. Aber auch mit Booten oder Schiffen kommt man von einer zur anderen Insel. Als Verkehrsmöglichkeit gibt es, abgesehen natürlich von Motorrollern und Fahrrädern, den öffentlichen Busverkehr. Und da gibt es genau zwei Linien. Mehr ist für die kleinen Inselchen aber auch nicht nötig. Auf den Cookinseln herrscht, wie auch in Neuseeland, der Linksverkehr. Einen Flughafen gibt es auch, und zwar in Rarotonga. Doch nur zweimal pro Woche landen hier Maschinen aus Neuseeland. Wenn da zum Beispiel das eingeschickte Gepäck nicht mitgekommen ist, muss man sehr, sehr lange auf das nächste Flugzeug warten. Und wenn man original schwarze Perlen, also ne, nicht die Kopien aus China, sondern wirklich original schwarze Perlen haben möchte, dann kann man die auch nur hier auf den Cookinseln bekommen. Nirgendwo anders bekommt man diese auf der Welt. Friedhöfe gibt es auf den Cookinseln auch nicht. Die Toten werden meist auf den eigenen Grundstücken, zum Beispiel in den Gärten, bestattet. So hat man seine Ahnen immer in seiner Nähe. Für uns mag das ein bisschen befremdlich wirken, aber wenn man so drüber nachdenkt, ist es doch irgendwo eine interessante und nette Geste, die Toten weiterhin in der Familie haben zu wollen oder in der Nähe der Familie wissen zu können. Auf den Cookinseln gibt es auch den sogenannten Noni-Saft. Noni-Saft wird aus dem Noni-Baum gewonnen und ist mega, 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 mega teuer. Ein Liter kostet da ungefähr 20 Euro. Das ist, wenn man ihn auf den Cookinseln kauft, aber noch sehr preisgünstig. Nirgendwo anders auf der Welt kann dieser Saft hergestellt werden. Er soll sehr, sehr gesund sein und ist besonders in Neuseeland sehr begehrt, aber dort, wie auch in anderen Ländern, wird er um ein Vielfaches mehr verkauft. Auch Bier wird auf den Cookinseln gebraut, jedoch ist den Einheimischen das Bier zu teuer. Die Einheimischen trinken also, wenn überhaupt, sehr, sehr selten Bier. Bier wird da meist produziert für die Touristen. Die Kriminalitätsrate auf den Cookinseln ist in Sachen Taschendiebe und Überfälle sehr, sehr gering. Es ist also ein sicherer Platz, um dort Kinder großzuziehen. In Sachen Geld haben die Cookinseln allerdings noch eine Besonderheit. Die Cookinseln sind nämlich der einzige Staat oder das einzige Land, das dreieckige Münzen hat. Ja, hier könnt ihr das mal sehen. Sieht ein bisschen ungewohnt aus, aber ja, das ist ein offizielles Zahlungsmittel dort. Die Geldscheine da sind sehr oft beschrieben mit den berühmten Inseln, die man in Cook Island vorfindet, zum Beispiel der Name der Hauptstadt, aber auch sehr bekannte Gebäude, sehr
bekannte Tiere, ne, einheimische Tiere oder halt auch einheimische Pflanzen oder Blumen. Da haben die sich also schon schön ordentlich Gedanken drüber gemacht. Das heißt aber auch, dass die Cookinseln zumindest asphaltierte Straßen haben. Eine Autobahn ist da in dem Sinne aber logischerweise unsinnig, ne? Denn die Cookinseln bestehen, wie der Name schon sagt, halt nur aus mehreren kleinen Inseln. Aber immerhin haben sie asphaltierte Straßen. Ist ja auch schon mal was. Ja, ansonsten wird auch ganz gerne mit dem Fahrrad oder mit dem Moped gefahren. Ja, das war's von mir aus für die heutige Folge von Luzi bereist. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und das nächste Mal sehen wir uns, wenn ich auf den Falklandinseln bin. Bis dahin, habt eine gute Zeit und ciao, ciao. Ja, das war doch mal wieder super spannend. Und immerhin war es nicht so lange wie die Neuseeland-Folge, ne? Die ging ja eine gute Stunde. Ja, dann vielen, vielen Dank, lieber Luzi. Und ja, dann habe ich wie sonst auch immer nur zu sagen, macht's gut, bis bald und danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch was und ich freue mich, wenn wir uns bei der kommenden Falklandinsel-Folge wiedersehen. Tschüss!